So, die Anfangs-Audiospur habe ich verkackt. Das fängt ja schon spitz an für ein Adventskalender-Türchen. Deshalb mache ich das jetzt hier mal nochmal neu. Ich hoffe, es ist einigermaßen ertragbar. Das ist jetzt natürlich nicht die beste Quali. Die Nachbearbeitung, die Nachaufnahme jetzt hier. Egal, ist nur die Begrüßung. Danach geht's voll und gut, weiter, hoffentlich. Also, seid gerüstet, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch eingeladen zu einem neuen Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Heute möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen. Eine Weihnachtsgeschichte von Ebenezer Scrooge und den ganzen Charakteren, die drei Geistern, die halt alle vorkommen. Dann wird das Ding geschrieben. Ja, ich hab's jetzt gerade nicht vor mir. Ist natürlich Charles Dickens, der es geschrieben hat. Die komplette und originale Fassung ist das, also die komplett lange Fassung, die ausgeschmückte, die originale, die ungekürzte, Bravissimo-Fassung. Ja, was man noch alles dazu sagen könnte. Aber davon gibt es heute nur eine kleine Hörprobe, eine kleine Kostprobe. Ja, seht selbst. Ich würde mal sagen, wir legen los. Auf geht's. Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Kein Zweifel kann darüber bestehen. Der Schein über seine Beerdigung ward unterschrieben. Von dem Geistlichen, dem Künstler, dem Leichenbestatter und den vornehmsten Leidtragenden. Scrooge unterschrieb ihn und Scrooges Name wurde auf der Börse respektiert, wo er ihn nur hinschrieb. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Versteht mich recht, ich will nicht etwa sagen, dass ein Türnagel etwas besonders Totes für mich hätte. Ich selbst möchte fast zu der Meinung neigen, dass das toteste Stück Eisen auf der Welt ein Sargnagel sei. Aber die Weisheit unserer Altvorderen liegt in den Gleichnissen und meine unheiligen Hände sollen sie dort nicht stören, sonst wäre es um das Vaterland geschehen. Man wird mir also erlauben, mit besonderem Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot wie ein Türnagel war. Wusste Scrooge, dass er tot war? Natürlich wusste er es. Wie sollte es auch anders sein? Scrooge und er waren, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, Kompagnons. Scrooge war sein einziger Testamentvollstrecker, sein einziger Verwalter, sein einziger Erbe, sein einziger Freund und sein einziger Leidtragender. Und selbst Scrooge war von dem traurigen Ereignis nicht so schrecklich mitgenommen, um nicht selbst am Begräbnistag in vortrefflicher Geschäftsmann sein und ihn mit einem unzweifelhaft guten Handel feiern zu können. Nun bringt mich die Erwähnung von Marleys Begräbnistag wieder zum Ausgangspunkt meiner Erzählung zurück. Es gibt keinen Zweifel, dass Marley tot war. Das muss scharf ins Auge gefasst werden, sonst kann der Geschichte, die ich erzählen will, nichts Wunderbares geschehen. Wenn wir nicht vollkommen fest überzeugt wären, dass Hamlets Vater tot ist, ehe das Stück beginnt, so wäre durchaus nichts Merkwürdiges in seinem nächtlichen Spaziergang bei scharfem Ostwind auf den Mauern seines eigenen Schlosses. Nicht mehr als bei jedem anderen Herrn in mittleren Jahren, der sich nach Sonnenuntergang rasch zu einem Spaziergang auf einem luftigen Platz entschließt, zum Beispiel auf dem St. Paulus,
Kirchhof. Scrooge ließ Marleys Namen nicht ausstreichen. Noch nach Jahren stand über der Tür des Speichers Scrooge und Marley. Die Firma war unter dem Namen Scrooge und Marley bekannt. Leute, die Scrooge nicht kannten, kannten ihn zuweilen Scrooge und zuweilen Marley. Aber er hörte auf beide Namen, denn es galt ihm beides gleich. Oh, er war ein wahrer Blutsauger, dieser Scrooge. Ein gieriger, zusammenkratzender, festhaltender, geiziger alter Sünder. Hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem noch kein Stahl, aus dem noch kein Stahl einen warmen Funken geschlagen hat. Verschlossen und selbstgenügsam und ganz für sich, wie ein Auster. Die Kälte in seinem Herzen machte seine alten Gesichtszüge starr, seine spitze Nase noch spitzer, sein Gesicht runzlig, sein Gang steif, seine Augen rot, seine dünnen Lippen blau. Und sie klang aus seiner krächzenden Stimme heraus. Ein frostiger Reif lag auf seinem Haupt, auf seinen Augenbrauen, auf dem starken, struppigen Bart. Er schleppte seine eigene niedere Temperatur immer mit sich herum. In den Hundstagen kühlte er sein Konter wie mit Eis zur Weihnachtszeit. Machte er es nicht um einen Grad molliger. Äußere Hitze und Kälte wirkten wenig auf Scrooge. Keine Wärme konnte ihn wärmen, keine Kälte frösteln machen. Kein Wind war schneidender als er, kein Schneegestöber erbarmungsloser, kein klatschender Regen einer Bitte weniger zugänglich. Schlechtes Wetter konnte ihm nichts anhaben. Der ärgste Regen, Schnee oder Hagel konnte sich nur in einer Art rühmen, besser zu sein als er. Sie gaben oft im Überfluss und das tat Scrooge nie und nimmer. Niemals kam ihm jemand auf der Straße entgegen, um mit freundlichen Blicken zu sagen, »Mein lieber Scrooge, wie geht's? Wann werden Sie mich einmal besuchen?« Kein Bilder sprach ihn um eine Kleinigkeit an. Kein Kind fragte ihn, wie spät es sei. Kein Mann und keine Frau hat ihn je in seinem Leben nach dem Weg gefragt. Selbst der Hund des Blinden schien ihn zu kennen. Und wenn er ihn kommen sah, zog er seinen Herrn in einen Torweg und wedelte dann mit dem Schwanz, als wolle er sagen, gar kein Auge, blinder Herr, ist besser als ein böses Auge. Doch was kümmerte all das den alten Scrooge? Gerade das gefiel ihm. Allein seinen Weg durch die engen Pfade des Lebens zu wandern, jedem menschlichen Gefühl zu sagen, bleibe mir fern. Das war es, was Scrooge gefiel. Einmal, es war von allen guten Tagen im Jahr der beste, der Christabend, saß der alte Scrooge in seinem Kontor. Draußen war es schneidend kalt und neblig, und er konnte hören, wie die Leute im Hof, um sich zu erwärmen, prustend auf und niedergingen, die Hände aneinander schlugen und mit den Füßen stampften. Es hatte eben erst 3 Uhr geschlagen, doch war es schon stockfinster. Denn den ganzen Tag über war es nicht hell geworden und die Kerzen in den Fenstern der benachbarten Kontore flackerten wie rote Flecken auf der dicken braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Spalte und durch jedes Schlüsselloch und war draußen so dick, dass die gegenüberliegenden Häuser des sehr kleinen Hofes wie ihre eigenen Geister aussahen. Wenn man die trübe, dicke, alles verfinsternde Wolke heruntersickern sah, hätte man meinen können, die Natur wohne dicht nebenan und braue in groß. Die Tür von Scrooges Kontor stand offen.
damit er seinen Kommis auf sich nehmen konnte, der in einem erbärmlichen, feuchten, kleinen Raum eine Art Burgverlies Briefe kopierte. Scrooge hatte nur ein sehr kleines Feuer, aber des Dieners Feuer war umso viel kleiner, dass es nur wie eine einzige Kohle aussah. Er konnte aber nicht nachlegen, denn Scrooge hatte den Kohlekasten in seinem Zimmer. Und jedes Mal, wenn der Kommis mit der Kohlenschaufel in der Hand hereinkam, meinte sein Herr, es sei wohl nötig, dass sie sich trennte. Worauf der Kommis seinen weißen Schal umband und versuchte, sich an dem Licht zu wärmen, was aber immer fehlschlug, da er ein Mann von nicht sehr starker Einbildungskraft war. »Fröhliche Weihnachten, Onkel! Gott erhalte Sie!« rief da eine heitere Stimme. Es war die Stimme von Scrooges Neffen, der so schnell hereingekommen war, dass dieser Gruß das erste war, was man von ihm bemerkte. »Pah!« sagte Scrooge, »dummes Zeug!« Der Neffe, vom schnellen Laufen so warm geworden, dass er über und über glühte, sein Gesicht war rot und hübsch, seine Augen glänzten und sein Atem rauchte. »Weihnachten, ein dummes Zeug, Onkel«, sagte Scrooges Neffe, »das kann nicht Ihr Ernst sein.« »Es ist mein Ernst«, sagte Scrooge, »fröhliche Weihnachten. Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein? Was für ein Grund, fröhlich zu sein? Du bist arm genug.« »Nun«, antwortete der Neffe heiter, »was für ein Recht haben Sie, grämlich zu sein? Was für ein Grund, mürrisch zu sein? Sie sind reich genug.« Scrooge, der im Augenblick keine bessere Antwort darauf bereit hatte, sagte nur einmal »Pah« und brummte hinterher »dummes Zeug.« »Seien Sie nicht böse, Onkel«, sprach der Neffe. »Was soll ich anders sein?« antwortete der Onkel, »wenn ich in einer Welt voll solcher Narren lebe. Fröhliche Weihnachten! Der Henker hole die fröhlichen Weihnachten. Was ist Weihnachten für dich anders als eine Zeit, in der du Rechnungen bezahlen sollst, ohne Geld zu haben? Eine Zeit, in der du dich um ein Jahr älter und nicht um eine Stunde reicher findest? Eine Zeit, in der du deine Bücher abschließest und in jedem Posten durch ein volles Dutzend von Monaten ein Defizit siehst? Wenn es nach mir ginge«, setzte Scrooge heftig hinzu, »so müsste jeder Narr, der mit einem fröhliche Weihnachten herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig im Herzen begraben werden.« »Onkel«, bat der Neffe. »Neffe«, antwortete der Onkel erbost, »feiere du Weihnachten nach deiner Art und lass es mich nach meiner feiern.« »Feiern«, wiederholte Scrooge, Neffe, »aber sie feiern es ja nicht.« »Lass mich ungeschoren«, brummte Scrooge, »mag es dir Nutzen bringen, es hat dir ja immer schon Nutzen gebracht.« »Es gibt viele Dinge, die mir hätte nutzen können und die ich nicht genutzt habe, das weiß ich«, antwortete der Neffe, »und Weihnachten ist eins davon. Aber ich weiß gewiss, dass ich Weihnachten, abgesehen von der Verehrung, die wir seinem heiligen Namen und Ursprung schuldig sind, immer als eine gute Zeit betrachtet habe, als eine liebe Zeit, als die Zeit der Vergebung und Barmherzigkeit, als die einzige Zeit, die ich den ganzen langen Jahreskalender kenne, die den Menschen einträchtig verschlossenen Herzen auftun und die anderen Menschen ansehen, als wären sie wirklich Reisegefährten nach dem Grabe und nicht eine ganz andere Art von Geschöpfen, die einen ganz anderen Weg gehen. Und daher, Onkel, wenn es mir auch niemals ein Stück Gold oder Silber in die Tasche gebracht hat, daher glaube ich doch, es hat mir Gutes getan und es wird mir Gutes tun. Und ich sage, Gott segne das Weihnachtsfest.
Der Diener in dem Burgverlies draußen applaudierte unwillkürlich. Aber im Augenblick darauf fühlte er auch die Unschicklichkeit seines Betragens. Schürte die Kohlen und löschte dadurch das letzte kleine Funken unwiederbringlich. Wenn Sie da drin noch einen einzigen Laut hören lassen, sagte Scrooge, so feiern Sie Ihr Weihnachten mit dem Verlust Ihrer Stelle. Du bist ein ganz gewaltiger Redner, fügte er dann hinzu, sich zu seinem Neffen wendend. Es wundert mich, dass du noch nicht ins Parlament gekommen bist. Seien Sie nicht böse, Onkel. Essen Sie morgen mit uns. Scrooge sagte, dass er ihn erst verdammt sehen wollte. Ja, wahrhaftig, er sprach sich so deutlich aus. Aber warum, rief Scrooge Neffe, warum denn? Warum hast du dich verheiratet? Fragte Scrooge. Weil ich mich verliebte. Weil er sich verliebte, brummte Scrooge. Als sei dies das einzige Ding in der Welt, das noch lächerlicher als eine fröhliche Weihnacht ist. Guten Abend. Aber Onkel, Sie haben mich ja auch vorher nie besucht. Warum soll es da ein Grund sein, mich jetzt nicht zu besuchen? Guten Abend, sagte Scrooge. Ich brauche nichts von Ihnen, ich verlange nichts von Ihnen. Warum können wir nicht gute Freunde sein? Guten Abend, sagte Scrooge. Ich bedauere wirklich von Herzen, Sie so hartnäckig zu finden. Wir haben nie einen Zank miteinander gehabt, an dem ich schuld gewesen wäre. Aber ich habe den Versuch gemacht, Weihnachten zu ehren, und ich will meine Weihnachtsstimmung bis zuletzt behalten. Fröhliche Weihnachten, Onkel. Guten Abend, sagte Scrooge. Und ein glückliches neues Jahr. Guten Abend, sagte Scrooge. Trotz allem verließ der Neffe das Zimmer ohne ein böses Wort. An der Haustür blieb er dann stehen, um mit dem Glückwunsch des Tages den Kummis zu begrüßen, der trotz der Kälte dennoch wärmer war als Scrooge. Den Gruß freundlich zurück. Das ist auch so ein Kerl, brummelte Scrooge, der es hörte. Mein Kummis. Mit 15 Schillingen die Woche und Frau und Kindern spricht von fröhlichen Weihnachten. Ich gehe nach Bethlehem ins Irrenhaus. Der Kummis hatte, als er den Neffen hinausließ, zwei andere Personen eingelassen. Es waren zwei behäbige, wohlansehende Herren, die jetzt mit dem Hut in der Hand in Scrooges Kontor standen. Sie hatten Bücher und Papiere unterm Arm und verbeugten sich. Scrooge und Marley, glaube ich, sagte einer der Herren, indem er auf die Liste sah. Hab ich die Ehre, mit Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley zu sprechen? Mr. Marley ist seit 7 Jahren tot, antwortete Scrooge. Er starb heute vor 7 Jahren. Wir zweifeln nicht, dass sein überlebender Kompagnon ganz seine Freigebigkeit besitzen wird, sagte der Herr, indem er ihm sein Beglaubigungsschreiben überreichte. Er hatte ganz recht, denn sie waren wirklich zwei verwandte Seelen gewesen. Bei dem ominösen Wort Freigebigkeit runzelte Scrooge die Stirn, schüttelte den Kopf und gab das Papier zurück. An diesem festlichen Tage des Jahres, Mr. Scrooge, sagte der Herr, eine Feder ergreifend, ist es mehr als sonst wünschenswert, wenigstens einigermaßen für die Armen zu sorgen, die zu dieser Zeit in großer Bedrängnis leben. Viele Tausenden fehlen selbst die notwendigsten Bedürfnisse. Hunderttausendsten Bequemlichkeiten des Lebens. Gibt es keine Gefängnisse? Fragte Scrooge. Überfluss an Gefängnissen, sagte der Herr, die Feder wieder hinlegend. Und die Armenhäuser?
fragte Scrooge, bestehen die noch? Allerdings, antwortete der Herr, aber doch wünschte ich, sie brauchten weniger in Anspruch genommen zu werden. Tretmühle und Armengesetz sind in voller Kraft, sagte Scrooge. Beide haben alle Hände voll zu tun. So, nach dem, was Sie zuerst sagten, fürchte ich, es halte Sie etwas in Ihrem nützlichen Gang auf, sagte Scrooge. Ich freue mich, das Gegenteil zu hören. In der Überzeugung, dass Sie doch wohl kaum imstande sind, die Seele oder dem Leib der Armen christliche Stärkung zu geben, entgegnete der Herr, sind einige von uns zur Veranstaltung einer Sammlung zusammengetreten, um für die Armen Nahrungsmittel und Feuerung anzuschaffen. Und wir wählen diese Zeit, weil sie vor allen anderen eine Zeit ist, da der Mangel am bittersten gefühlt wird und nun der Reiche sich freut. Welche Summe darf ich für sie aufschreiben? Nichts, antwortete Scrooge. Sie wünschen ungenannt zu bleiben. Ich wünsche, dass man mich in Ruhe lässt, sagte Scrooge. Da Sie mich fragen, meine Herren, was ich wünsche, so ist eben dies meine Antwort. Ich freue mich selbst nicht zu Weihnachten und habe nicht die Mittel, mit meinem Geld Frau Lenzern Freude zu machen. Ich trage meinen Teil zu. Sie kosten genug, und wem es schlecht geht, der mag dorthin gehen. Viele können nicht hingehen, und viele würden eher sterben. Wenn sie eher sterben würden, sagte Scrooge, so wäre es gut, wenn sie es täten und die überflüssige Bevölkerung dadurch verminderten. Übrigens, Sie entschuldigen, ich weiß nichts davon. Aber Sie könnten es wissen, bemerkte der Herr. Es kümmert mich nichts, antwortete Scrooge. Es genügt, wenn ein Mann sein eigenes Geschäft versteht und sich nicht in das der anderen Leute mischt. Das Meinige nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Guten Abend, meine Herren. Da sie deutlich einsahen, wie vergeblich weitere Versuche sein würden, zogen sich die Herren zurück. Scrooge setzte sich wieder an die Arbeit, mit einer erhöhten Meinung von sich selbst und in einem besseren Laune als gewöhnlich. Nebel und Dunkelheit hatten inzwischen zugenommen, dass die Leute mit brennenden Fackeln herumliefen, um den Wagen vorzuleuchten. Der alte Kirchturm, dessen brummende alte Glocken sonst unverwandt aus einem alten gotischen Fenster in der Mauer listig auf Scrooge herabsah, wurde unsichtbar in den Wolken und schlug die Stunde und Viertel mit einem zitternden Nachklang, als wenn in dem erfrorenen Kopfe droben die Zähne klapperten. Die Kette wurde immer schneidender. In der Hauptstraße an der Ecke der Sackgasse wurden die Gasleitungen ausgebessert. Und der Arbeiter hatte ein großes Feuer in einer Kohlenpfanne angezündet. Darum herum drängten sich einige zerlumpte Männer und Knaben, die über den Flammen behaglich blinzelnd sich die Hände wärmten. Aus der eisernen Pumpe, sich selbst überlassen, floss ungehindert Wasser aus. Aber bald war es zu Eis erstarrt. Der Läden, in deren Fenstern Stechpalmenzweige und Beeren in der Lampenwärme knisterten, rötete die bleichen Gesichter der Vorübergehenden. Die Gewölbe der Geflüge- und Materialwarenhändler sahen aus wie ein glänzendes, fröhliches Märchenland. Und es schien fast unmöglich, damit den Gedanken an eine so langweilige Sache wie Kauf und Verkauf zu verbinden. Der Lord Major gab in den
Der Lord Major gab in den inneren Gemächern des Mansion House seinen 50 Köchen und Kellermeistern Befehl, Weihnachten zu feiern, wie es eines Lord Majors würdig ist. Und selbst der kleine Schneider, den er am Montag vorher wegen Trunkenheit und blutrünstiger Äußerungen in der Öffentlichkeit mit 5 Schilling gestraft hatte, rührte den Pudding für morgen in seinem Dachkämmerchen, während seine magere Frau mit dem Säugling auf dem Arm wegging, um das Roastbeef zu kaufen. Immer nebliger und kälter wurde es, durchdringend schneidend kalt. Wenn der gute heilige Dunstan die Nase des Gott sei bei uns nur mit einem Hauch von diesem Wetter gefasst hatte, hätte, anstatt seine gewöhnlichen Waffen zu gebrauchen, dann hätte er wohl recht gebrüht, der Inhaber einer kleinen jungen Nase, an der die hungrige Kälte biss und nagte wie Hunde an einem Knochen, legte sich an Scrooges Schlüsselloch, um ihn mit einem Weihnachtslied zu erfreuen. Aber beim ersten Ton des Liedes ergriff Scrooge das Lineal mit einer solchen Heftigkeit, dass der Sänger vor Schrecken entfloh und das Schlüsselloch dem Nebel und dem noch verwandteren Frost überließ. Endlich kam die Feierabendstunde. Unwillig stieg Scrooge von seinem Sessel und gab dadurch dem harrenden Kommis in dem Verlies stillschweigend die Einwilligung zum Aufbruch, worauf dieser sogleich das Licht auslöschte und den Hut aufsetzte. Sie wollen morgen den ganzen Tag frei haben, vermute ich, sagte Scrooge. Wenn es Ihnen recht ist, Sir. Es ist mir durchaus nicht recht, sagte Scrooge. Und es gehört sich auch nicht. Wenn ich Ihnen eine halbe Krone dafür abzüge, würden Sie denken, es geschähe Ihnen Unrecht, nicht wahr? Der Kommis antwortete mit einem gezwungenen Lächeln. Und doch, sagte Scrooge, denken Sie nicht daran, dass es mir Unrecht geschieht, wenn ich einen Tag Lohn bezahle für einen Tag Faulenzen. Der Kommis bemerkte, dass es ja nur einmal im Jahr geschehe. Eine armselige Entschuldigung, um an jedem 25. Dezember eines Mannes Tasche zu bestehlen, murrte Scrooge, indem er seinen Überrock bis an das Kinn zuknöpfte. Aber ich vermute, Sie wollen den ganzen Tag frei haben. Seien Sie wenigstens übermorgen umso früher hier. Der Kommis versprach es, und Scrooge ging mit einem Brummen fort. Das Konto war im Nu geschlossen, und der Kommis, dem die langen Enden seines weißen Schals und die Beine baumelten, schlitterte zu Ehren des Festes in einer Reihe von Knaben 20-mal Cornhill hinunter. Dann lief er so schnell wie möglich in seine Wohnung in Camden Town, um dort blinde Kuh zu spielen. Scrooge nahm sein einsames, trübseliges Mahl in seinem gewöhnlich einsamen, trübseligen Gasthaus ein, und nachdem er alle Zeitungen gelesen und sich den Rest des Abends mit seinem Bankjournal vertrieben hatte, ging er nach Hause zurück, um zu schlafen. Er wohnte in den Zimmern, die seinem verstorbenen Kompagnon gehört hatten. Das war eine düstere Flucht von Zimmern in einem niedrigen, dunklen Gebäude, das in seinem Hof so ganz und gar nicht hineinpasste, dass man fast hätte glauben mögen, es habe sich, als es noch ein junges Haus war und mit anderen Häusern Versteck spielte, dorthin verlaufen und nicht Thank you.
Thank you.